Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer von Höhlenerkundungen mit mir alleine. Ja. Das habe ich letzte Mal bin ich hier alleine in die Höhle gegangen und nochmal Smaragde, das ist cool. Smaragde sind sehr, sehr selten. Das ist sehr, sehr krass. Smaragde sind selten, das ist toll. Dass ich jetzt welche finde. Okay, ich habe eine Rope gefunden, schon wieder. Ropes sind aber eigentlich auch recht cool, denn der Peter und ich haben mit Ropes was Geiles anfangen können. Was ist denn da oben? Egal. Einfach nur runter. Einfach nur von dieser Hölle, von diesem höllischen Ort weg. Und noch weiter in die Tiefe. Höhlenerkundungen sind toll. Oh, nochmal Gold. Cool. Erstmal gucken, was hier denn Böses ist. Überall ist Böses. Das ist mir klar. Na, wenn ich jetzt irgendwie ganz, ganz viel Sachen verliere, wäre es super schade. Und ich behalte sehr gerne mein ganzes Gold und sowas, aber ich komme jetzt auch nicht, wahrscheinlich komme ich auch nicht mehr hoch. Außer ich habe so einen Teleportation-Teil, wie der Pedas hat. Ich habe so einen Teleportationsteil. Ist ja gut. Dann kann ich das aber später benutzen. Wenn ich dann schnell genug noch irgendwie was finde. Wenn ich jetzt nach unten gehe. Ist noch was? Wenn ich keine Fackeln mehr habe, dann teleportiere ich mich aber nach Hause und das war's dann mit dieser Reihe. Also war es dann für diesen Part oder für die erste Zeit mit dieser Reihe von mir und so. Und suchen. Was ist das? Das ist. Was bist du? Silber. Nein. Okay. Wenn ich tief genug. Was ist das die ganze Zeit? Warum leuchten hier überall Räume auf? Das finde ich etwas komisch. Aber ich kann das noch nicht mal sehen, dass da unten irgendwas ist. Da müsste doch einer von uns schon mal gewesen sein. Oder sowas. Oder warum ist da. Okay, ich gehe mal weiter. Wollte zwar die Fackel nicht abbauen, weil ich sehen wollte, was da ist, aber einfach nur Fische. Sehr komisch, sehr komisch. Ich bin ganz schön verwirrt, was hier eigentlich alles ist. Denn die Höhle einfach war ein riesiges Gebiet nebeneinander und so. Einfach nur nach unten bauen und man findet alles. Ich habe aber auch genug Gold für alles. Kann mit Gold alles kaufen. Ja. Was ist das? Auch nur Stein. Verdammt, schon wieder Wasser. Dann bauen wir uns mal auf dieser Seite da lang. Oder ist das Wasser? Ich glaube schon. Ja, ist Wasser. Schade. Hab schon gedacht, ich wäre das Wasser losgeworden. Wasser ist überall und nervig. Will ich den Topf? Na, nee. Nee, ich gehe jetzt nach unten. Ich gehe nach unten. Einfach weiter nach unten bauen und. Oh, zwischendurch leckt es ganz schön. Okay, da sind böse Leute. Ich habe aber schon 300 Ropes. Also 300 Schlingen. Oder. Ja. Ich hab den Namen gerade irgendwie nicht im Kopf. So, danke, dass ihr das Wasser ablaufen lasst. Kannst du noch mehr Wasser ablaufen lassen? Danke. Dann ist schon wieder weiter eine Höhle. Ganz schön. Und noch mehr Gold. Das gefällt mir. Aber ist das extra? Oder ist das nur Topaz? Wie auch immer das andere heißt. Habe ich jetzt etwa. Sind das Fledermäuse oder was sind das die ganze Zeit? Was habe ich denn hier? Goldkisten. Wow. Die
Die wollen mich scheinbar belohnen, dass ich so tief nach unten gekommen bin. Magischer Spiegel. Ist das die Nachhause-Teleportation, Tyler? Krass. Das gefällt mir, aber Leuchtstern, krass. Was man einfach alles findet. Ich brauche ja nicht. Oh, Dynamit! Ich kann mir einfach ganz einfach einen neuen davon machen und dann wahrscheinlich von. Und Wurfmesser! Krass. Was man einfach alles findet. Was bist du? Neben Block Blau. Todeskraut. Wow. Ich glaube, hier bleibe ich erstmal. Noch mehr Ropes. Ich glaube, habe ich jetzt etwa Minenschächte gefunden? Was ist hier alles? Das verwundert mich etwas. Oh mein Gott, Rubine. Für Rubine werfe ich Glimmer weg. Denn Glimmer braucht ja niemand. Das bist du auch. Du bist Gold, würde ich sagen. Und? Gold. Gold ist wichtig. Und da sind noch mehr. Was ist da hinten? Bist du. Was bist du? Tut mir leid, wenn das gerade ein bisschen lauter ist. Das ist mein PC, der ist gerade ein bisschen warm gelaufen wahrscheinlich, weil er schon seit 5 Stunden oder so an ist. Aber ja, krass. Finde ich einfach viel zu viel. Noch mehr Leben. Ich würde sagen, das sage ich dann für Peter, wenn ich das jetzt. Ich nehme das jetzt mit. Das sage ich dann für Peter. Gut. Oh, kein Platz mehr für das Lebensteil. Die Fackeln sind sehr, sehr cool. Liebeshöhle und so. Gut. Das ist einfach alles ganz schön krass hier. Was man einfach alles findet. Ich sag die ganze einfach alles, einfach alles, einfach alles. Ich brauche immer mehr, ich brauche immer mehr. Ich würde sagen, ich baue mich mal kurz nach unten, ohne hoffentlich ohne zu sterben. Wäre ganz schön toll. Was ist hier? Ich würde sagen, ich habe jetzt alles aufgebraucht und ich gehe jetzt nach Hause. Yay, es ist Nacht und es regnet. Kannst du bitte die Tür aufmachen? Danke, dass du die Tür aufmachst, das ist sehr nett von dir. So, jetzt erstmal gucken, was ich alles machen kann. Das eben als letzte Folge so von dem Spezial. So. So, ganz viel Gold. Wow. Wie viel... Wow. Ich habe jetzt einfach so viel Goldbarren machen können, dass einfach ich kann für ein Jahr überleben. Tin und Eisen brauche ich eigentlich nicht so. Finde ich nachher irgendwas? Nein. Dann gehen wir weiter nach da oben. Was gibt es? Eine Tungsten-Axt? Was? Ein Goldhammer. Goldbogen. Wie krass ist denn der Goldbogen? 11 Fernkampfschaden, du machst 10 Fernkampfschaden. Schaden. Wie viel braucht es? 7? Wow. Na toll. Dich könnte ich auch noch gebrauchen, nur erstmal brauche ich 35 für den Brustpanzer, 25. Puh.
Was will ich denn jetzt haben? Wie 11 Nahkampfschaden, das ist stärker. 7. Warte, das ist 50% gute Spitzhacke, du bist eine 55% kritisch Durchschnitt. Du brauchst nur 10. 55% krasse Be Spitzhacke. So, ich mache mir jetzt einen Brustpanzer. Tut mir sehr leid für die Leute, die das nicht so toll finden. Sieht cool aus. Ich kann mir dann noch ein Goldschwert machen. 13 Damage, du machst 12 Damage. Wie viel habe ich noch? Also dieses Schwert verbraucht 8. Dann kann ich mir noch ein besseres Schwert. Kannst du ablegen, danke. Dann kann ich mir noch so ein Rope machen. Habe ich das schon gemacht oder? Ich bin entweder sehe ich es noch nicht oder ich habe mir noch keins davon gemacht. Deswegen mache ich das jetzt und finde hier alles voll toll. Dafür lege ich dich weg. Dich brauche ich jetzt erstmal nicht. So. Ich packe jetzt noch alles in die Kisten und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir neue Sachen erfinden. Tschüss!